Leben heute aus? Sei ehrlich, geht's dir wirklich schlecht? Vielleicht hast du kein eigenes Haus, vielleicht ist dir dein Lohn nicht recht. Und doch, wie sah es damals aus? Ich meine damals, vor 12 Jahren. Wir krochen aus den Trümmern raus, die einstmals unsere Häuser waren. Die ersten Jahre waren schwer, voll Not und voll Entbehrung. Wir hungerten und froren sehr. Dann gab's eine neue Währung. Nun fing der Wiederaufbau an, erst langsam und dann schneller. Und jeder packte frisch mit an. Allmählich wurde es heller. Gewiss, wir dürfen noch nicht ruhen, es muss noch viel geschehen. Oh ja, es bleibt noch viel zu tun, bis alle Häuser stehen. Ja, schau nur hin mit klarem Blick, der Anblick gibt doch Mut. Denn hast du einen klaren Blick, dann weißt du, es wird gut. Hier siehst du Menschen an Maschinen stehen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Aus lebensfroher Wirklichkeit wird's plötzlich Ärger, Hass und Neid. Aber schau doch genau hin. Hier siehst du Menschen, die ein Haus erbauen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Aus lebensfroher Wirklichkeit wird's plötzlich Ärger, Hass und Neid. Aber schau doch genau hin. Hier siehst du Menschen, die von der Arbeit kommen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Aus lebensfroher Wirklichkeit wird plötzlich Ärger, Hass und Neid. Aber schau doch genau hin. Hier siehst du Menschen, die ihren Lohn bekommen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Trotz lebensfroher Wirklichkeit entsteht dann Unzufriedenheit. Und dieses Unzufriedensein wirkt prompt auf unsere Währung ein. Die Löhne müssen höher sein. Hier sind die Preise dann zu klein. Löhne höher. Preise höher. Löhne höher. Preise höher. Löhne höher. Preise höher. Nein, so geht's nicht. Behalte deinen klaren Blick und bleibe fest und stark. Bewahre deinen klaren Blick und du bewahrst die deutsche Mark.